Hallo, ich bin Juliette aus Köln, 23 Jahre jung, lesbisch, glücklich verheiratet seit 2008. Und heute machen wir eine Städtecheck. Kommt mit! Juliette zeigt uns heute ihre Lieblingsläden in Köln. Zuerst geht es zum Jeanspalast, wo ihr Klamotten für den kleinen bis großen Geldbeutel finden könnt. Der Jeanspalast ist in der Schildergasse 55. Hier hat sich Juliette mit Verkäufer Thorsten verabredet. Ja, gerne. Noch da. Schau mal. So wäre die dann. Wollen wir dann erstmal die Hose probieren? Ja. Also nicht wir, du. Die Kabine haben wir da vorne rechts. Gefällt dir die ausgesuchte Jeans? Was sagst du? Mit einer neuen Hose in der Tasche geht's weiter zu Ragazzo-Schuhe. Hier gibt es hochwertige italienische Schuhe. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gern ein paar Schuhe, neue. Schön hoch, sowas vielleicht. Ja, welche Größe haben Sie? 38. Sowas hier zum Beispiel. Ja. Sehr schick. Den Laden findet ihr in der Augustinerstraße 10 in der Nähe vom Heumarkt. 199 lasse ich für 170. 170 Euro. Hier gibt es eher was für den großen Geldbeutel. Ja. Wie immer. Ja. Tschüss. Guten Tag. Seit über 10 Jahren existiert Ladies Toys in der Geiergasse, Ecke Görzernichstraße. Das Geschäft will sich von anderen Sexshops abheben. Hier findet man Erotikartikel für Frauen. Männer dürfen hier nur in Begleitung von Frauen rein. Kann ich Ihnen was zeigen vielleicht? Ja. Die Inhaberin Regine Thören kümmert sich hier selbst um die Kundenberatung. Die Trägerin kann den einführen und damit kann sie dann die andere Frau stimulieren. Oder sie nehmen einen Harnessgürtel, den kann man sich umbinden und einen Dildo entsprechend, je nach Größe, kann man sich aussuchen. Es gibt kleine, große, dicke, dünne. Manchmal sind die Äugelchen größer, als später lustig ist. Dankeschön. Juliette entscheidet sich für einen Doppeldildo. Schöne Grüße und vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Direkt an der Straßenbahnhaltestelle Heumarkt findet ihr die Kneipe beim Sir. Hier lässt Juliette die Shoppingtour ausgehen. Ja, hier sind wir beim Sir. Meine Stammkneipe nach dem Shoppen, ein schnelles Kölsch. Vorm Nachhausegehen oder zum Vorglühen, bevor es in die Disco geht. Hier kommt jeder hin, jung und alt, Manager, die Oma von nebenan. Also hier kann man super entspannen, draußen wie drinnen.